So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem heftigen Channel. Wir spielen heute Enter the Gungeon. Ist ein Indie-Game, was sehr, sehr well known ist. Ihr habt es gerade gesehen auf Steam. 61.000 äußerst positive Bewertungen. Ist ein Indie-Game, was ja, einen krassen Namen sich errungen hat über die letzten Jahre, denn es ist halt auch schon recht alt. Es ist von 2016 und ihr seht schon, das ist so ein Bullet-Hell-Dungeon-Crawler-Roguelite-Spiel, wo man halt Waffen findet und Modifier, so ein bisschen auch Isaac-mäßig. Und ich würde sagen, es ist auch so eine ähnliche Generation wie Isaac. Es ist halt aus der Zeit, wo Indie-Games noch nicht so krass in aller Munde waren. Und da sehr selten mal ein Game so durchgebrochen ist. Ja, und ich muss das unbedingt mal jetzt nachholen, weil ich habe das erfolgreich immer gedodged wie eine Bullet. Versteht ihr? Gungeon übrigens wegen Gun, ist auch ganz geil. Und ja, da schauen wir jetzt heute mal rein. Ich meine, es ist mittlerweile so ein Game, was ich war ja neulich in der Indie Arena Booth. Erzähle ich ja häufiger. Und da wird zum Beispiel dann, wenn da ein ähnliches Spielprinzip zu sehen ist, dieses Spiel auch zum Vergleich angeführt. Also, ne, den Stellenwert hat Enter the Gungeon. Und ja, schauen wir heute mal rein. Bin sehr gespannt. Hat einen heftigen Soundtrack, glaube ich. Schauen wir heute mal rein. Genau, dann machen wir mal, skippen wir mal durch. Weil ihr kennt es, ist bei mir Story. Naja. Ne? So. Also der knallt. Aber damit er mich nur hört, mache ich den leiser. So, wir gehen direkt rein. So, wir wählen einen Charakter aus. Der Marinesoldat, die Jägerin. Da stehen anscheinend auch die Waffen und Attribute. Guck mal, sie hat einen Hund dabei. Der Pilot. Irgendwie eine Truhe und weiß ich nicht. Krass. Die Strafgefangene. Alter, eine Shotgun, Molotov-Cocktail. Was ist das Letzte? Und was ist das? Wer ist er hier? Okay. Wir nehmen die Jägerin, würde ich sagen. Schön mit Hundi Wauwau. Bresche. Was? Heißt sie so oder? Ach so. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Charakter wechseln? Nein. Okay, was kann ich hier machen? Koop beginnen? Oh. Koop. Okay. Was ist da? Finde ich geil. Also finde ich wirklich geil, dass einem gar nichts gesagt wird. Weil das regt mich immer dazu an, die Dinge herausfinden zu wollen. Und dann, ich finde es einfach eine viel bessere Grundvoraussetzung, an so ein Game heranzutreten. Einfach entdecken und ausprobieren. Heiligerin, bevor du hinabsteigst, möchtest du dich vielleicht in die Hallen des Wissens begeben, um dich vom großen Sörehand Puch in die Geflogenheiten des Gungeons einweisen zu lassen. Okay. Also Tutorial, basically, ja. Aha, Rechtsklick ist Rolle. Ja, ich spiele es mit Maus und Tastatur auf jeden Fall. So, und das hier ist so ein bisschen Pokémon-mäßig, ne? Lass mich raten, du bist also die Dialoge. Du bist hier, um die Vergangenheit zu erinnern. Richtig, ja, das wollen schon andere vor dir. Ja, klar, will ich. Aber hier gibt es keine Rettung. Ich war mal wie du, bla 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 bla. Keine, ja, ich gehe jetzt mal rein. Ja, da ist so ein Buch und eine Lampe. Das wird Tutorial sein, oder? Halle des Wissens, Kammer 1. Ey, ich muss jetzt aber nicht eine halbe Stunde Sachen lesen, oder? Vierte Seele, komm näher und drücke E. denn du stehst vor mir, Söre Handpuch. Beachte meine Worte und ich zeige dir, wie man dieses verfluchte Labyrinth überlegt. Sehr gut. Geh weiter durch die Tür, um mit dem Training zu beginnen. Ich glaube, ich brauch's nicht. Aber zu der Zeit war das wahrscheinlich nötig. Versuche mal mit E diese Tische umzukippen oder diese Fächer einen Tritt zu geben. Aha. Ja, werde wütend. Na klar, explosive Fässer. Sehr gute Interaktion. Geh weiter in den nächsten Raum. Gut. Ja, das ist kurz und knackig. Ah, jetzt wahrscheinlich rollen. Hallo? Das ist die wichtigste Lektion. Drücke Rechtsklick. Ja, ja, ja.
Während der ersten Hälfte der Ausweichsrolle bist du unverwundbar für Schüsse. Aber wenn du auf dem Boden landest, bist du wieder verwundbar. Das bedeutet, du kannst durch Geschosse und andere Gefahren hindurch auswehren. Okay. I-Frames, I see. Wenn du Bescheid sagst, öffne ich die Barriere, erreiche mit Ausweich. Ja. Ja, warte bis zur letzten Sekunde und drücke dann Rechtsklick. Ja, ich bin bereit. Ja, go. Huh. Okay. Geiles Training auch. Ich wäre einfach gestorben, hätte ich es nicht geschafft. Naja. So, Sackgasse, nutze eine... Ja, drüber springen. Klar. Tür ist offen, aber du musst noch eine letzte Grube überwinden. Ja, ich sag ja, ich brauche das nicht. So, was hier? Hey, sag doch. Ah, okay. Zum Beispiel schaffst du mit der Ausweichrolle nicht, aber es gibt etwas, womit du den... Okay, wie denn? Ein Nichts. Damit kannst du alle Projektile in einem Raum vernichten und Gegner für kurze Zeit vom Schießen abhalten. Du kannst damit auch Gegner in der Nähe wegschubsen. Sehr praktisch, wenn du etwas Zeit brauchst, um dich neu zu positionieren. Um eins aufzuheben, musst du einfach nur drüber laufen. Um es zu benutzen, drückst du Q. Puste mit einem Nichts die Geschosse... Warum heißt das Nichts? Naja. I see. Gut, das war wichtig zu wissen. Okay, und die füllen sich immer wieder auf. Mit jedem Stockwerk, okay? Ja, Dungeon Crawler, wa? Dungeon Crawler, versteht ihr. So. Grundlagen beherrsche ich. Belohnung, erste Waffe. Mach auf. Eine Wasserpistole. Nachladen mit R. Oh. Oha, ist einfach eine riesige Patrone. Mit einem riesigen Revolver. Okay, habe ich unendlich Muni? Im nächsten Raum gibt es heftige Schießereien. Okay, jetzt soll ich einfach mal... Ja, ich habe 1000 Muni. Okay. Ach, der lädt nicht automatisch? Ah, die droppen aber Munition. Okay. Easy. Jo, klappt doch gut. Ach, silberne Muni? Weiß ich nicht. Ist das silberne Muni? Ich glaube, es ist irgendeine Währung. Oh, lol. Eine Shotgun-Patrone. Ciao. Okay. Okay. Ja, jetzt geht es darum, wie man Waffen einsetzt, Gegenstände einsetzt, die keine Waffen sind. Medipack. E aufheben. Okay, ich verwende es aber dann noch nicht. Mit Space benutze ich es. Okay. Dann geht es jetzt... Oh. So, was geht jetzt hier? Oh, jetzt habe ich es benutzt. Scheiße. Ich wollte eigentlich wegdrücken, was er sagt. So, was, Wind? Siehst du das Ding auf der anderen Seite? Das ist ein Teleporter. Wenn du ihn findest, kannst du dorthin zurückkehren, falls du dich nicht gerade im Kampf befindest. Zum Benutzen hältst du erst Tab gedrückt, um die Karte zu öffnen. Dann klickst du auf das Teleporter-Symbol, zu dem du reisen willst. Verstanden? Verstanden. Okay, easy. Ah, oben sehen wir jetzt auch eine Map. Cool. Ich glaube wirklich, dieses Game war dahingehend ein kleiner Meilenstein. Ich will es jetzt auch nicht zu groß aufbauschen, weil am Ende des Tages habe ich es bisher, wie gesagt, sehr gedodged und weiß gar nicht so genau. Aber der Ruf von dem Game eilt ihm auf jeden Fall voraus. Okay, ich kann mich zurück teleportieren mit E. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Oh, shit, da habe ich kassiert. Oh, hier ist eine Handgranate. Sag mal, ich wollte gerade mal ausprobieren. Na, dann nicht. Von wegen hier F. Naja. Okay, er lädt aber auch erst nach. Nee, wie war denn das? R?
Wie trete ich nochmal Tische um? Machen wir nach dem Kampf. Ist jetzt ein Teleporter. Ach so, okay. Aha. Okay. Und Bossfight, oder was? Sprich mich an, wenn du bereit bist für die letzte Herausforderung. Ja, klar. Ja, Abfahrt. Tritt gegen mich an. Okay, klar. Digga, der ist aber... Alter, John Wick hier, oder was? Ja, okay. Ich muss halt schneller selber mal nachladen. So, ne? Lädt er auch nach, während ich hüpfe? Okay. Das war's. Ciao. Feuer einstellen. Hebt ihr ein paar von diesen Kugeln für Blocker auf. Ah, das Schild. Hegemonialer Credit. Galaxieweit akzeptiert. Okay. Ja, bleib liegen. Dann können wir jetzt loslegen, oder? Sehr gut. Ja, das war das Tutorial. Jetzt gehen wir rein. Wir haben $20. Frag mich, was man damit jetzt macht. Lass mich durch, Diggi. Los. Rein ins Gungeon. Kleine Patrone. So. Festung des Bleifürsten. Kammer 1. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gibt bestimmt auch übel viel Secrets in dem Game. Boah, geht direkt los hier mit der Schießerei. Ja, was macht der Hund? Greift er an mal oder wie ist das hier? Okay, was war das für ein Dude? Magier. Tot. Ich habe unendlich Schuss auf jeden Fall mit dem Ding. Okay. Alles klar. So. Wie ist das jetzt? Kann ich hier Sachen looten? Oder ist in den Fässern was drin? Was macht der Hund? Kann ich das irgendwie checken? Also so, was ich habe, weißt du? Ich glaube nicht. Irgendwie drüber hovern. Anscheinend habe ich auch eine Armbrust. Ah, mit Mausrad. Ah, da habe ich aber Schuss. Also endlich. Okay, wir gehen mal in die Seiten. Lol, die näht genau vor ihm. Hochgejagt. Und er ist hinüber. Geil. Okay, was geht hier? Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob man... Ich glaube, hier ist kein Loot drin, oder? In den Sachen. Aber die Tische umtreten, die sind, das ist bestimmt dafür da, um alles zu blocken, ne? Okay, also die Armbrust ist schon sehr strong. Uiuiuiuiui. Der hat eine Tommy Gun. Der Geist. Okay. Ja, läuft doch. Also noch habe ich mich nicht hitten lassen. Hier sind irgendwie Bilder. Okay, hier geht es jetzt auch weiter. Was macht mein Hund? So, und... Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht so, wenn ihr... Boah, holy shit. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja okay, aber geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Ich glaube halt, mit jeder Stage oder jedem Level, jedem Stockwerk, schaltet man halt dauerhafte Boni frei. Vielleicht auch run-übergreifend. Und dann wird es halt immer wilder. Oh, jetzt zingeln die mich aber ein. Lockt der Hund vielleicht Kugeln? Nee. Not really, ne? Okay, ich versuche mal den ersten Floor komplett abzugrasen. Auch wenn ich noch nicht verstanden habe, was mir das bringt, die Räume abzugrasen. Weil ich kriege ja hier keinen krassen Loot oder so. Ich meine, hier habe ich einen Teleporter. Hm.
Maschallah. Okay. Also. Ach ja. Mit Lea. Welche Taste war es nochmal? Q. Stimmt. Sag mal, wie weit gehen das hier noch zur Seite? Alter, jetzt geht's auch noch runter. Holy shit. Na, aber viele Räume, die man klären muss. Na gut, wenn ich an Isaac denke. Aber dafür, dass das das erste... Also ja. Ist auch ein Teleporter. Oh, lol. Leute. Ich wurde getroffen. Mayday. Ich find's geil, dass es einfach Patronen sind, die auf einen ballern. Also mit Patronen, weißt du? Naja. So, das ist jetzt so ein X. Oh, warte mal. Der Raum nebenan hat so eine rote Patrone als Symbol. Aha, was ist das? Ein Leben. Ich gehe jetzt die ganze Zeit in die Breite. Vielleicht soll ich mal in die... Also ich habe das Gefühl, die X-e... I don't know. Hm. So, vielleicht nicht in die Sackgasse. Der hat ein schönes Schwert. Toll. Toll. Subi. Was bringen denn die silbernen? Oh, da ist jetzt irgendwas. Aha. Dann hole ich mal die Armbrust lieber raus, wa? Ist hier jetzt ein Bossfight? Hier ist ein Händler. Oh. Schwere Stiefel. Was bringen die? Kannst du mir sagen, was sie machen? Nimm dich vor den ganzen Patronen in Acht. Patronen. Nimm dich vor den ganzen Patronen in Acht. Ja. Ach, das ist ein Schlüssel, das Graue. Okay. Ja, ich nehme jetzt mal die schweren Stiefel. Niedriger Schwerpunkt. Benutze die Karte, um diesen... Ja. Ja gut, dann gehe ich wieder dahin. Okay, niedriger Schwerpunkt. Kann ich irgendwo meine ganzen... Nimm an der Schießerei teil. Ja, klar. Hier. Sorge dafür, dass der Ganjonier sicher steht, selbst wenn große Kräfte auf sie wirken. Okay, also ich kann auch weggepustet werden. So, und ich habe den Hund. Ein treuer Begleiter findet Gegenstände, wenn Räume gesäubert wurden. Leistet der Jägerin Gesellschaft. Er hat ein Gespür für Schätze. Okay. Was? Aber versuch ihn abzurichten? Wie das aufgeschossen wird. Ach so, Versuche ihn für den Kampf abzurichten sind bisher gescheitert. Gut, gehen wir mal in so einen roten. Ach so, ist gesperrt. Okay. Servus. Aha, ja, dafür sind die Tische sehr nützlich. Gut. Oh lol, da ist eine Shotgun. So. Was? Ja. Ich kann hier einfach durchgehen. Ich muss da nicht mal E drücken. Aber es bringt halt wirklich nichts. Junge, wie die Leichen der Patroniere. Nee, wie. Was haben sie gesagt? So, nächster. Was? Ja. Ach, vielleicht komme ich da. Ah, ich komme nur von oben rein. Eine Truhe. Eine Rüstung. Okay, anscheinend eine Rüstung. Erhöht den Schaden der Ausweichrolle erheblich. Meine Rolle macht Schaden? Und ich habe hier eine Rüstung, oder? So, die Tür ist jetzt offen. Schön. So, dann... Gehen wir... Ja, okay. Aber jetzt zeichnet sich so langsam ein Bild ab. Cool. Aber ich hätte gern... Ja, okay. Also ist sehr Isaac-ig bisher. Okay, hier wäre Boss-Area. Dann gehen wir dahin. Full Clear. Immer wichtig bei solchen Games. Möglichst viel Ressourcen mitnehmen.
Scheiß Fledermaus. Oh Junge, wer bist du? Ah! Der hat auch einen Tisch umgetreten. Sag mal, ist der Gag? Kann er ihn kaputt schießen? Diese Geister mit Tommy-Gun. Übel. So, das war's. Okay. Meine Ausweichrolle macht Schaden. Eigentlich müssen wir das mal ausprobieren. Oh, noch eine Truhe? Die sieht aber nicht so special aus, die Truhe. Ah, da fehlt mir jetzt ein Schlüssel. Okay, krass. Verstehe. Ja, dann gehen wir jetzt zum Bossraum. Okay, let's go. Okay, mit Q können wir leer machen. Also leer machen. Was ist das denn? Ja, klar. Junge, was? Was? Gatling Guns. Okay, wir müssen Tische umtreten, aber sowas von. Der macht die Tische kaputt, der Arsch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht doch die Pistole. Da ist ja ein großes Target. Junge, was ist denn mit ihm kaputt? Oh, das prallt ab. Ja, vielleicht würde ich die Pistole. Aha, jetzt wieder das. Das ist super, um ihn richtig reinzudrücken. Nur aus seiner Fresse, ne? Oh, irgendwas hat mich gerade, glaube ich, getroffen. Das... Oh, scheiße. Ja, schon. Naja, leicht ist nicht, ne? Aber ist ja auch schön. Hä? Mich hat wieder was getroffen. Aber ich stand doch nicht drin. Tot. Okay, ich krieg Taler, Schlüssel, Gold. Hä? Ich habe Schlüssel bekommen. Hier los. Oh. Okay. So, Leben. Und eine neue Waffe. I guess. Mahakanoni. 100% was? Hartholz? Was? Was? Zu 100% aus ökologischem Anbau, halbautomatisch. Diese Waffe besteht aus Mahakanoni, einem seltsamen Holz, das nur nahe des Dungeons wächst. Okay. Und da kann ich jetzt hinswitchen. Das ist ein Granatenwerfer, okay. Okay, aber ich habe doch gerade Schlüssel bekommen, oder nicht? Das ist merkwürdig. Naja. So, weiter geht's. Okay, erstes Level geschafft. Ist jetzt die Frage, kriegen wir nochmal so ein Level, so eine Levelbelohnung? Nee. Eigentlich ja ganz schön, Kammer 2. Gut. Also im Trailer hatte die Person so 8 Waffen. Das war... Mashallah. Achso, vielleicht habe ich Munition bekommen. Kann das sein? Kann das mich selber auch damagen? Wir werden es herausfinden. Was habe ich gerade bekommen? Jo, es brennt ja auch richtig. War das orangene Vieh, ne? Was ist das hier an der Seite? Naja. Weiter geht's. Okay, der läuft doch gut mit dem Ding. Knall hier alles weg. Uiuiuiui. Habe ich eigentlich wieder Full Life bekommen? Nee, ne? Oder? Ey, ich krieg selten mit, wenn ich Schaden krieg. So rein audiovisuell kriegt man das jetzt nicht so gesagt, oder?
Okay, den habe ich. Munitionstechnisch muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Was ist das denn? Arschloch. So. Okay. Ich glaube, grau ist Munition. Und golden ist Money. Da wäre wieder ein Händler. Oh, warte, hier sind doch Kisten. Kann man die nicht irgendwie... Also, dass hier nie Loot ist. Was ist das? Oh. War das was? Hat doch gar kein Geräusch gemacht. Also, ich sag mal, diese Kammern sind ja nicht ohne Grund, oder? Also klar, man kann die auch super für Deckung nutzen und so, aber... Okay, gehen wir mal zum Händler. Erstklassiges Zündhütchen. 110. Ammo, Leben, Schlüssel. Messerschild. 42. Schild. Haben wir da ein passives Schild? Das wäre krass. Jo, wo sind wir eigentlich? Was ist das denn? Er ist tot, oder? Oh, das war ein Nichts. Ja, es nutze ich halt gar nicht. Das ist eigentlich ziemlich wack. Das hätte ich beim Bosskampf mal voll nutzen können. Naja. Oh, oh, den habe ich nicht gesehen. Aber das Ding ist schon gut, also. Kleinvieh muss man vielleicht hier mit. Der hat eine Knarre. Ciao. Vor allem, der hat eine Knarre, als wäre das jetzt was Besonderes. So. Ah, Scheiße. Eieiei. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, man muss... Also, ist schon echt nicht leicht, ne? Aber Übung macht den Meister, das sowieso... Ein Herz. Scheiße. Was ist das denn? Haben wir? Junge, die sind einfach aus Mario entkommen. Oh Gott. So. Gut. Ah, Loot gibt es ja echt nicht viel, ne? Also, ja klar, ich meine, man farmt... Naja, schon. Man farmt halt Money und dann beim Händler... Ey, genau... Scheiße. Mist! Fuck! Ich bin runtergefallen, wie bad! Hätte ich da gerade noch was machen sollen? Okay. Dann zurück zur Bresche. Und wir suchen uns mal einen anderen Charakter aus. Wir nehmen jetzt mal der Marine, oder? Shotgun ist, glaube ich, auch... Wir nehmen mal die Strafgefangene. So, jetzt schauen wir uns mal die Items an. Molotov-Cocktails sind keine Schusswaffen. Daher sind sie bei altgedienten Dungeonieren nicht gerne gesehen. Sie erfüllen trotzdem ihren Zweck. Aktiv. Ein Foto, das die Strafgefangene mit in den Dungeon gebracht hat. Mhm. Glaubt seinen Lügen nicht. Passiv. Okay, aber wie benutze ich denn die aktive? Naja. Nee. Ey, was kann ich denn jetzt damit machen? Ne? Und wo geht's hier hin? Oh! Ins Hauptmenü? Hä? Was soll das denn? Was bringt mir das? Ich kann auch einfach Escape drücken. Okay. Aber ja, diese komischen Taler, weiß ich nicht. Hier geht noch nichts. Okay. Ja, dann gehen wir rein in den Run. Mal gucken, was die kann.
Ist hier noch irgendwas? Da ist. Okay, da ging es später auch noch irgendwo hin anscheinend. Na gut. Dann legen wir los. Was? E? Ah. Egal, Abfahrt. Servus. Okay, die muss einfach nicht nachladen. Doch. Okay, wie benutze ich Molotow? Das, war das das Molotow? Nee, das war nichts. Aber... Hm. Wie benutze ich das Molotow? Oh, was ist das? Munition. Muss ich es zerschlagen? Nee. Ah, Leertaste! Oh, okay. voll. Ach so. Hier, Shotgun. Sehr gut. So, weiter geht's. Ich habe irgendwie ein Haar. What the fuck? So. Ah, das ist ein Problem, glaube ich. Gut, war ein Problem. Also, der macht ein bisschen mehr Schaden. Eine Truhe! Geht doch. Was ist das denn? Schalldämpfer. Ich schieß Kissen? Was? Ich lade erstmal ein bisschen Kissen nach. Okay. Gut. Dann schießen wir Kissen. Der stunt die irgendwie. Ich heb das Ding mal für den Bossfight auf. Ist doch die Frage, ne? Jetzt beim ersten Level ist er immer der gleiche Boss. Oh. Hoppala. Ah, Mann, man muss immer erneut klicken. Ich dachte, ich kann einfach gedrückt halten. Oh, shit. Das war doof. Du mieser kleiner Gauner. Ich glaube... Oh, okay, es hat ein bisschen Streuung. Okay. Ich glaube, um so zum Beispiel die Kleinen schnell auszuschalten, ist Waffe wechseln besser. Weg mit dir. Ja, hat ein bisschen Streuung. Ich glaube, das richtig Interessante an dem Game ist dann, wenn man gut genug ist, Practice hat, die ganzen Mechanics kennt. Ah, okay, auch cool, sowas. Und man sehr weit kommt, dass die ganzen Items, die man findet oder kauft, in Summe richtig hart anfangen zu stacken. Sind das Bücher, die mit Patronen auf mich? Okay. NR. Ah, ein Nichts. Sehr gut. Na, dann geht's weiter. Eine Truhe, sehr gut. Ich habe aber keinen Schlüssel. Scheiße. Und die Tür geht jetzt auf. Toll. Ja, bitte gebt mir einen Schlüssel. Ich wette, es gibt auch so richtig viele hidden Sachen, wie man doch ein bisschen Loot bekommt. Also bei Isaac gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, Wände zu sprengen und dann gibt es dahinter noch hidden Räume, wo es Loot gibt. Als Beispiel. Ne? Was ist der Unterschied zwischen dem roten und dem blauen? Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es hier halt auch sowas gibt. So. Ich meine, guck mal, was hier alles rumsteht. Und die Bilder an der Wand und was weiß ich. I don't know. So. Kann ich irgendwie weiter scrollen auf der Minimap? Ah, ja. Okay, ich habe tatsächlich alles. Sehr unlucky. Kein Schlüssel, kein Händler. Ah doch, hier oben kann ich ja noch weiter. Ja.
Ah, hier hatte ich einen Schlüssel schon verwendet. Aber, ne, es gibt ja unterschiedliche Truhen. Zum Beispiel, das eben war eine grüne und da war nur eine blaue und so. Machen wir so. Hm. Was ist das? Das rollt dann, lol. Okay, da wäre ein Händler. Cool. Ein Teekessel. Ja, nehmen wir mit. Was? Ich habe ein Kissen und einen Teekessel. Mhm. Steckt beim Nachladen in der Nähe befindliche Gegner in Brand. Heftig. Oha. Die pfeift dann. Das ist ja geil. Ey, da geht's noch richtig weiter. Ja, spielen wir jetzt ein bisschen mit dem Teekessel. Oha. Krass. Heftig. Oh, hoch geht's auch weiter. Ja, dann kann ich ja einfach nur schießen und mit R rumrennen. Schaden macht das so? Wie viel Munition verliert man, wenn man schießt und nachlädt? Keine, oder? Sehr gut. Es gibt ja Shooter, da lädst du ein ganzes Magazin nach, auch wenn du einen Schuss nur abgegeben hattest und verlierst dadurch 6 Patronen. Oh! Ja, Schlüssel kaufen wäre doch gut. Oder? Kann man Schlüssel... Ja, oder? Ja. Ja. Okay, wir haben eine grüne Truhe. Da wissen wir noch nicht... Okay, 2 grüne Truhen. Das heißt, macht keinen Unterschied. Gut. Dann gucken wir mal, was in grünen Truhen drin sein kann. Ein Nichts, oder? Nee. Pi. Geil, ist ein Item. Auch zum Ballern. Die Megahand ist ein Relikt aus dem 10-Tage-Krieg gegen die Roboter. Die mächtigsten Robotermeister verändern sie so, dass sie zu ihrem eigenen Kampfstil passte. Diese wurde nicht modifiziert, funktioniert aber trotzdem bestens. Hey, ich habe einfach 5 Waffen. Okay, zum Aufladen. Okay. Gut. Dann ab zum Boss. Wir probieren das Ding mal aus. Das ist wieder der Vogel. Geschosskönig. Okay, ich nehme die Teekanne. Holy shit, ich muss in Long Range gehen. Wo ist er? Da irgendwo? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, der ist erstmal... Fuck, okay, vielleicht doch mehr rollen. Holy shit. Der ist deutlich krasser als der Vogel. Oder? Ey, vielleicht muss ich einfach nur vernünftig spielen. Ja, einzelne Schüsse. Scheiß auf Aufladen. So. Ey, man muss das spammen. Einfach spammen. Der hält, glaube ich, nicht so viel aus. Kann das sein? So, was hat er hier hinterlassen? Ein Schild. Dann Money. Ein Ring. Kisten sind unsere Freunde. Und ein halbes Leben. Was mit dir, du Holst? Ein halbes Leben gibt ein Bosskampf. Alter.
und man findet in den übrigen Räumen einfach gar keine. Erhöht die Chance, Kisten zu finden. Ja gut, aber ich brauche Schlüssel. Ein halbes Leben. Das Game ist ja ultra krass. Also, finde ich sogar schwer, muss ich anerkennen. Also, weil es ist ja, es ist einfach Bullet Hell des Todes. Da sind ja 10 Millionen Geschosse. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann halt mal erwischt wird. Die sind sogar stunned, kann das sein? Ich finde auch kein Medikit oder so, ne? Also, ist schon... Okay, ein Schlüssel. Was ist das? Waffe. Waffen. Teilweise aufgefüllt. Cool. Ist das ein Sniper? Oh, lol. Durch die Wand? Das ist sick. Das ist sick. Okay. Cool, cool. Durch die Wand. Ja, also gefühlt loote ich hier nichts, ne? Also nicht nur gefühlt, sondern... Na, verbrenne. Super. Also Money gibt's halt ordentlich. Ja. Ja, das war jetzt auch schon wieder ein halbes Leben, ne? Schon... Ja, weiß ich nicht. Goldener Schlüssel? Ein goldener Schlüssel? Okay. Zurück zur Bresche, I guess. Tode 2. Okay. Heftig. Wisst ihr, worauf ich Bock hab? Also erstmal würde ich gerne wissen, wofür die sind, aber okay. Inventar I. Ach so. Ich kann über die drüber... Ach, guck mal. Ah, jetzt sehe ich hier... Ah, ja klar. Guck mal. Junge, wie viele Items gibt es? Wie viele Items... Das ist der Credit, genau. Ja, aber wofür? Vielleicht gibt es so Spezialhändler, die selten auftauchen. Das sind die Gegner. Vielleicht gibt es Spezialgegner, Händler. Und die... Ja, witzig. Und die droppen, die... Da kann man dann die Credits ausgeben. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt auf YouTube und geben mal ein Enter the Gungeon. Ja. All-Time Legendary Gungeon Run. 10 Floors, 2 Stunden. Luckiest Run of Enter the Gungeon ever. Part 67. Heilige Scheiße. Ja, wir record... Speedrun. Okay, nee, Speedrun habe ich nicht so Bock. Mich würde interessieren, wie sieht das Late Game aus? Okay, wir wechseln kurz. Ich habe ja Premium hier Dingsbums. Das bedeutet, wir bekommen keine Werbung. Kann ich euch allen empfehlen. Einfach YouTube Premium. Kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat. Was sagt GameStar? Okay, vor 6 Jahren Test. Wir sagen aber nicht, wie gut es ist. Naja. So. Okay, wir skippen mal rein. Bei 40 Minuten. Okay. Er hat sehr viele Herzen. Wir skippen mal noch weiter. Okay. Wir skippen noch weiter. Hey, die Schlange, die ihn begleitet, blockiert die einfach. Er geht auch immer wieder raus, um... Okay. Also hier geht schon die Post ab.
Aber es ist nicht das, was ich im Trailer gesehen habe, dass er irgendwie mehrere Waffen oder so hat, die gleichzeitig schießen. Oh, well, I guess instead of using the heroin. Mhm. Junge, aber wie weit das halt noch geht, ne? Ist schon auch geil. To knowing how to finish bullet hell. Aber ja, ich muss sagen, am interessantesten für mich sah es tatsächlich aus, wo hier teilweise die Charaktere... Ja, Secret Floors und Bosse, siehste, ich wusste es. Ja, klar. Junge, was? Okay, also ich glaube, das Krasse an dem Game sind eher die Waffen, die man finden kann, als die Kombination an irgendwie Waffen, die miteinander kumulieren, weißt du? Aber es gab ja halt auch... Hier, da! Guck, wie viele Waffen er am Start hat. Was? Na gut. Das dazu. Das war Enter the Gungeon. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Ist echt nicht von schlechten Eltern, aber auch nicht leicht. Falls euch interessiert, holt es euch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi.